Der Mann höchstpersönlich. Nimm dir was zu trinken, Max. Ich verzichte, danke. Na gut, dann nicht. Mehr für uns. Beth, kann ich eben mit Max unter vier Augen sprechen? Warum? Ach so, klar, natürlich. Fang nicht an. Ist ja gut, ich mach nur Spaß. Ich hol mir etwas zu essen. Ich hab Hunger. Danke, dass du gekommen bist. Wir müssen darüber sprechen, was passiert ist. Wie geht es dir? Irgendwie versuche ich, damit klarzukommen. Charlie hat zwar für uns den Kopf hingehalten, aber es ist nach hinten losgegangen. Und man wird Antworten erwarten. Wenn wir nicht aufpassen, machen wir uns sehr große Feinde. Was wird mit Charlie passieren? Was glaubst du? Sagen wir es so. Im Gefängnis ist es sicherer, als einen Anschiss von unseren Kollegen zu kassieren. Daran möchte ich nicht denken, ehrlich gesagt. Charlie ist mein Cousin und dein bester Freund. Er hat viel mehr gemacht, als wir jemals hätten erwarten können. Wir bedeuten ihm sehr viel. Aber vergiss nicht, wir arbeiten für sehr gefährliche Menschen. Also versuch nicht, den Helden zu spielen. Ansonsten tust du etwas Dummes, was alles nur noch schlimmer macht. Versprich es mir, Max. Keine Sorge. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Da ist irgendwas an dir. Ich kann es nicht deuten. Es gibt mit Sicherheit genug Dinge an ihm, die du an ihm deuten kannst. Mein Gott, halt die Klappe, Bethel! Wenn du auf dem Sofa kleckerst, machst du es wieder sauber. Ich hab solche Angst. Sehr geil, David. Er war schon immer sehr überzeugend. Dann werde ich wohl einen Abgang machen. So, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber ich muss noch woanders hin. Ach so, Max, willst du dieses Wochenende noch auf die eine Party gehen? Ja klar. Wieso nicht? Ich bin mir sicher, Jade würde dich gerne dort sehen. Mann, sei ruhig! So gut es sich also hat, mit Bethan befreundet zu sein. Wieso überrascht es mich nicht, dass sie es liebt, andere zu nerven?